Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zum Äther, diesem wunderschönen, eigens von mir gebautem Haus hier. Geh mal. Wer seid ihr denn? Ihr macht mir Angst. Was machst du jetzt? You came to the wrong neighborhood, motherfucker. Hi. Ja, willkommen zurück im Äther. Heute sind Yeah. wir alle vereint. Alle zu dritt. Oh. Ja. Ja. Okay, was machen wir jetzt? Gehen wir mal endlich in den Sanita bauen, Dungeon? Sanita bauen. Ja! Den Boah, ich war Dungeon. letztens Es mal ist Nacht. in einem Dungeon im Singleplayer drin. Ja, und? Der Also? war eigentlich gar nicht mal so schwer. Okay, ich war im Game Mode drin, aber naja, who Ne? Naja. cares? Der war gar nicht mal so schwer. Ich war zwar im Game Mode, aber naja. Das sind Wir wollen nicht Vergleichswerte. erstmal ein bisschen Sanit suchen, Ja, habe ich doch oder eben vorgeschlagen. so? Achso. Wo gehen wir denn lang? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier runter. Da hatte ich letztens welches gefunden, letzte Aufnahme. Geh mal meinen Abhang. Da, in diesem Gang Achso. da. Unter hier. Ja, Den hier habe ich ist jetzt letztens ausgebuddelt, Vielleicht nehmen wir ja. noch ein bisschen Holz mit und Stein und so für Ich habe Spitzhacken. 20 Holz. Ich baue Okay, hier 20 unten Holz. was ab. Und Stein? Ah ja, können wir ja holen dann. Ja, genau. Ja, mach ich mal hier die Also hier hast Spitzhacken du was unten. gefunden, Kann oder? man hier unten so ein bisschen was Stein abbauen? Das ist eigentlich ganz Was Steiniges? praktisch. Ja, ich würde mich einfach mal runterbuddeln. Wieso runterbuddeln? Weil runterbuddeln ist so die schlimmste Idee ja, ever. Zanit ist meistens da, wo die Man Welt nicht aufhört, rankommt. sozusagen. Ja, aber dann fliegst du runter. Deswegen Also wollte ich ja halt den wenn du Fallschirm dich ganz blöd bauen. anstellst. Naja, das kriegen wir schon irgendwie hin. So, Spitzhacke kaputt. Toll. Ja, meine auch. So, ich habe 26 Steine, das reicht mir. Lol. Und da kommt doch immer mal. Alter, wenn. Jetzt sind die Kinder da draußen. What the fuck, wie viele Ja. Kinder sind das? Was hast Was du. auch immer so Fips, schön wäre, sie Fips, was krank hast du waren. gesagt, ist Was? heute für ein Tag? Was machen die heute? Heute ist Was? Freitag. Bei euch war doch irgendein Umzug. Ja, Erntefest ist bei uns. Ja, Erntedankfest oder was? das könnte bei uns auch sein, weil hier Ja. waren gerade so 20 Kinder vor meinem Fenster. Nein, das ist bei uns nicht. Bei uns ist das jetzt, sollte rum sein, oder? Alter, Ja, hier waren gerade komplett. Ja, 20, sollte, ne? 20 Ja, Kinder vor sollte. meinem Fenster und haben mich angestarrt. Das macht Angst. Muss er ja wieder zurückwinken. Das Hallo? macht Angst, Alter. Okay, hast du noch ein bisschen Holz? Weil ich muss noch ein paar Fackeln machen. Oder brauchst du Fackeln? Ach nee, hast du ja gut. Willst du da unten graben oder was? Nein, aber hier unten ist es scheiße dunkel. Na Nämlich, gut, wenn hier das eine ist ein Wolke drin Argument. spawnt, dann haben wir ein richtiges Problem, mein Freund. Ja. Was mich gerade Nee, irgendwie ich so. glaube. Habt ihr schon mal solche, diese Vogeleier gefunden? Oder diese Die Vögel findet man nur generell? in Dungeons, glaube ich. Ah, Jein. shit. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Dann und müssen wir die, mal in den Dungeon du gehen, brauchst weil. erstmal eins und dann droppen die, glaube ich, auch welche. Also legen dann Ja, welche klar, sozusagen. die legen dann Eier, natürlich. Und dann Aber können wir uns alle sagen ein wir, Moor oder so brauchen mal basteln. Vogel. Genau, wir brauchen Vogel. Weil das ist Voll. echt nervig mit diesen fliegenden Inseln, die hier überall Ah, sind. hier Ich unten hört stand die da Welt vor auf. einer. Ich Was ist stand da das? vor einer, wollte zu diesem Fips, willst du auch gelben. ein Continuum Orb? Was? Ein Oh ja, Continuum genau. Orb. Ach, löst die beide ein. Ich hatte ja letztens schon zwei Stück und ich habe dir keinen abgegeben. Ein Schön. Eisenhelm Du bist ja und nett. Ja, wollte ein ich auch. Dungeon Holy Stone. Was ist das denn? Ich habe einen Eisenhelm, das ist gut. Dungeon? Bestimmt setze ich den jetzt hin und man kann den nicht abbauen. Das Soll wäre ich das machen? lustig. Nee, Nein, ne? mach's nicht, mach's nicht. Okay, ich bin gerade auf gelbem Sand gelaufen und habe dann erst gemerkt, oh, wenn man da drauf läuft, läuft man wesentlich schneller und kann nicht mehr anhalten. Ja. Ja. Dann ging es abwärts. Da wollen wir Und es ich doch schon wagen. glaube, ich habe mich gerade irgendwie so ein bisschen Nein, wir verlaufen. machen noch. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Sanit finden, ist gut. Und wenn nicht, dann haben wir wenigstens eine Höhle, wo Ja, wir ich dann glaube, einziehen können. mein Cape lasse ich denn hier. Ich ziehe dann in die Höhle ein. Ihr könnt ja im Haus wohnen. Die Höhle ist nice. Rotes Zeug. Rotes Oder Zeug. oranges Zeug. Warte, gleich weiß ich's. Continuum Orb. Continuum Orb. Ja, das kannst du einlösen, also mit Rechtsklick. Rechtsklick. Was macht das? Ja, das Das bringt ja Ding. halt random Item. Oh, cool. Ding. Ja, ein Pilar. Was? Und eine Holy Stone Pickaxe. Na, warum nicht? Why not? Why not, why not? Hat jemand auf die Uhr geguckt, wie lange La schon rum? mein hier, warte. Ach, jetzt kann ich ja nicht auf die Uhr gucken. Ich habe ja Vollbild. 52 haben wir es. 52, 1952. 1952. Also um 5 nach sollten wir so Ja, aufhören, glaube ich. gut, okay, das passt dann. Muss nur irgendjemand die ganze Zeit auf die Uhr gucken. Ja, mein Handy Ich kann liegt mir hier in der gleich. Dockingstation, da zeigt das die Uhrzeit an. Ich hätte mein Handy auch starten können, aber egal. Savatschewolken, wo brauchen wir? Lila, ne? Blaue? Lila, ne? Ja, Lilanes Zeug. blau-lila, ja. Wo sind denn die lilanen Wolken? Nee, Wolken? wir brauchen Sanit. Sanit brauchen wir. Wolken Was brauchen wir für die ein Sanit? goldenen. Golden, die gelben oder die goldenen?
Das ist das Gleiche. Ja, glaube ich schon. Gut. Also das gelbe, durchsichtige sozusagen. Und ich glaube, auf den kannst du nicht drauf stehen. Also ich habe nur diesen gelben Sand gefunden bis jetzt. Ja, den brauchen wir ja nicht. Den brauchen wir für Fenster und sowas, aber haben wir ja schon. Fenster? Okay. Ich würde den vielleicht so als Fluchtweg nutzen, den gelben Sand. Ja, ist auch eine gute Idee. Immerhin, damit kommst du mal schnell. Also, den könnten wir vielleicht über die ganze Insel spannen bis zum Portal hinter. So ungefähr. Weil, dann kämen wir immer schnell zum Haus und zurück. Siehste? Ja, mal gucken. Ach, gute Idee. So, jetzt ist hier irgendwie gerade ein bisschen in der Klemme. Ich hocke hier gerade oben auf der Insel drauf, hab noch zwei Herzen. Und muss hier irgendwie runter. Das geht ja öfters so hier. Okay. Ich glaube, ich kriege Fallschaden und sterbe. Mal schauen. Wir kramen hier den ganzen Berg aus, halbes Alter. Halbes Herz. Ja, nur, dass wir nichts finden. Oh, ich habe was zu essen. Ja, das ist eine andere Sache. Gib mir da nochmal ein bisschen Holz, bitte. Ich stelle hier mal eine Werkbank hin. Ich glaube, ich habe mich gerade sowas von tierisch verrannt hier. Ich habe keinen Blassen, wo ich bin. Thanks. Geht das? Ah ja, man kann eine normale Werkbank nutzen. Willst du die Koordinaten wissen? Das wäre vielleicht ganz nett. X ist 466. Moment, ich muss gerade von der Wolke abhauen, sonst wäre ich gleich tot. Ich habe keine Lust, meine Sachen hier liegen zu lassen. Ich baue mal die Erde ab, ne? 3, so, X ist 400... 66. 66, Moment, das baut ab, da muss ich in die Richtung. Okay, und Y? Y brauchst du nicht. X. Z. Minus 215. Z. Minus 215. Da sind sie wieder, die Kinder. Gott. Da muss ich in die Richtung. Alter, ohne Scheiß, okay, das macht richtig Angst, wenn die so 20 Kinder auf einmal anstarren durch das Fenster. Glaube, ich habe Zenit gefunden. Geiler Scheiß. Also ich habe eigentlich schon fast alles abgebaut und bin dabei gestorben, deswegen haben wir auch so wenig. Auf diesen weißen Wolken kann man halt drauf landen, ohne durchzufallen? Ja. Ja. Gut. Du sinkst halt nur einen Block tief ein, aber... Ja, hab ich gemerkt. Sonst, und wenn du Shift drückst, dann fällst du runter, glaube ich. Also ich habe hier einmal lila Zeug und einmal pinkes Zeug. Pinkes Zeug? Pinkes Zeug. Nimm einfach mal mit. Einfach mit. Nimm einfach mit. Auf meinen Steine reichen dafür aus. Ansonsten habe ich hier direkt eine Steinwand vor meiner Nase. Kann ich mir da was abbauen. Alter, so viel Ambrosium, wie man hier findet, durch die Steine. Ja, ich finde auch komisch, wie das gemacht worden ist, aber... So, ich habe mal die Erde abgebaut. Naja, noch nicht alles. So, also... Oh Gott, hier ist ganz viel pinkes Zeug. Mal gucken, was das ist. Du nimmst ja nur die Hälfte hier mit, du gräbst übelst Scheiße. Ja, Gravitite, or... Gravitite ist auch geil. Das brauchen wir unbedingt im Dungeon, für Schwerter und so. Ach, das sind diese Blöcke, die nach oben fliegen. Musst du aufpassen. Gesehen. Ja, sie sind im Berg drin, von daher sollten ja, sie da gut, nicht dann viel Schaden anrichten können. Mal gucken, wo ich hin muss. Wo ist denn das lila Ohr hin? Das Ach, lila direkt Ohr. Direkt unter mir. Das Ohr. So. Das Ohr. Haben wir eigentlich einen Dungeon-Eingang in der Nähe? Ja, ich glaube, ich habe einen gesehen. So viele Dungeon-Eingänge in der Nähe. Echt? Ich habe noch gar keinen gesehen, um ehrlich zu sein. Muss ich einfach mal aufs Haus stellen. Render Distance Far. Und dann geht das. Habe ich auf Fahr, ja, doch. Ich weiß gar nicht, wie viele FPS habe ich jetzt? 85 FPS. Ich habe 25. Ich habe 85, was geht? What the fuck? Ja. Okay, warte mal. Ich gehe jetzt mal auf Render Distance Extreme. Ja gut, jetzt habe ich nur noch 39. So, jetzt wird's kompliziert, denn jetzt muss ich mich irgendwie noch... Ich lasse die Welt mal, so ein bisschen laden. Gucken. Verdammt, ich kann mich nicht nach unten bauen. Oh. Ja, das ist hier alles weggelassen, Fips. Hier steht überall noch. Ja, weil hier Erde ist. Ja, die habe ich da weggemacht. Nein, da ist immer noch Erde. Oh nein, da ist Erde. Ja, ich habe keine Schaufel. Tötet sie. Jetzt habe ich eine. Wollte gerade sagen, mach's mit der Hand, aber. Ja, das nee, ist ganz so zweideutig. Ach, das ist hier schon Standard. Da brauchst du dich noch nicht mal für schämen. Das ist einfach. Passiert einfach. So, jetzt holen wir uns noch ein bisschen von dem lila Zeug. Ja, ich nenne es jetzt lila Zeug. Lila Zeug. Ja.
Ich habe noch keinen Namen dafür gefunden. Ich brauche hier Steinzeug ab. Geh gleich auch mal raus, also hier findet man echt gar nichts. Ja, doch Stein. Toll. So, das Ganze noch ein bisschen untermauern, sonst fliegt mir das Zeug gleich runter. Was auch blöd wäre. Und dann baut man es schon ab und dann macht es einen Abgang. Bau dir hier mal eine Kiste hin und da packe ich den ganzen Stein ein. So, jetzt bauen wir hier noch ein bisschen lila Zeug ab. Ja, in die Höhle hier machen wir dann irgendwas, habe ich so den Vorschlag. Was Cooles. Oh, hallo Wolke. Hallo. Was war hallo. Diese gelb-goldenen Blöcke, was ist das? Quicksoil? Ja, genau. Quicksoil. Okay. Kann das? Theoretisch immer. Das ist, ja, wenn wir die Brücke bauen wollen, auf jeden Fall. Nein, nicht dieser gelbe Sand. Ach so. Sondern diese gelb-gold glitzernden Blöcke. Sind das Blätter? Nein, Blöcke. Wie Gravitite Ore. Ach, das ist Ambrosium, glaube ich. Brauchen wir das? Ja, Ambrosium immer. Toll. Okay, ich muss ein bisschen Stein abbauen, um darüber zu kommen. Sonst denn wird das schwierig. Also es ist jetzt nicht essentiell wichtig, weil wir haben auch noch ein bisschen was, aber das ja, kann nicht schaden. Mal, wenn ich schon mal hier bin, kann ich so direkt abbauen. Ja. Ich ebne hier unten alles ein und baue hier unten dann. Warum habe ich eigentlich durchgehend meine FPS-Zahlen an? Das habe ich mich eben auch gefragt, ich habe sie eben ausgemacht. Ja, ich auch. Dachte so, okay. Weil irgendwie, wenn du so im Spiel drin bist, fällt das gar nicht mehr auf irgendwann. Nope. Dann denkst du so, oh ja, die Zahlen ignoriere ich jetzt einfach mal gekonnt. Und der Zuschauer denkt sich die ganze Zeit, mach diese scheiß Zahlen aus, mach die scheiß Zahlen aus. Yes. Ja, ja. So ist es. Ja, jetzt vorhin, vorhin, nein. Egal. Was hier. Oh, gut. Montag jetzt. Letzten Montag. Letzten Montag. Ja, müssen ja für die Zuschauer reden. Letzten Montag, das habe ich das neue Augen-Let's Play auf meinem Kanal angefangen. Geiler Scheiß. Habe ich noch gar nicht. Das ist richtig geil. Habe ich noch gar nicht gesehen. Point-and-Click-Adventure der Extraklasse. Auf jeden Fall. Jetzt mal Werbung für mich zu machen. Ich werde mir das anschauen, ohne Scheiß. Das macht übelst Laune. Ich werde mir das anschauen. Vorher hatte ich zuerst gedacht, fängst du Chaos auf Deponia an. Mhm. Aber dann hat mein Kollege dazu geraten, mach lieber zuerst, habe ich neue Augen. Ich würde es auch chronologisch machen von Dedelic, weil die bauen ja so ein bisschen aufeinander auf, die Spiele. Sind viele Insider drin und so. Deswegen spiele ich ja auch zuerst, habe ich neue Augen. Genau. Das würde ich dir echt schon raten. Wobei ich glaube, Edna bricht aus, war der Vorgänger davon, oder? Nein, ich bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube, so war die Reihenfolge. Ja gut, okay, dann habe ich jetzt einen Part übersprungen. Das spiele ich dann nachher. Später. Nachher. Ja, Chaos of Deponia habe ich ja auch noch gekauft. Das muss ich irgendwann auch nochmal let's playen, aber. Alter, Chaos of Deponia. Die Zeit, ne? Das ist zwar ein Point-and-Click-Adventure, aber ich hab schon Parts davon gesehen, also Trailer. Hm. Und davon, da sollte man wirklich so mit den Multi-Charaktere, die man da hat, da wäre es doch eine übelst geile Idee, wenn man da einen Multiplayer draus macht. Auch wenn es ein Point-and-Click-Adventure ist, aber das wäre echt. Ja, das wäre schon nicht schlecht. Aber naja. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie ich hier. Oh, noch mehr Gravitite. Nein. Lila Zeug. Ich vergesse die Bezeichnungen. Lila Zeug. Lila Zeug. Ja, ich nenne das Lila Zeug. Oh, und da ist Lila Wolke. Lila Wolke. Lila Zeug, Lila Wolke. Lila Wolke. Ich weiß gar nicht, was die Lila Wolken machen, keine Ahnung. Ich glaube, die pusten einen weg, glaube ich. Grünen Wolken. Lebende Wolken? Nee. Aua. Nein, tote Wolken. Tote Wolken. Also, die machen eigentlich alle was anderes, aber eigentlich nicht, dass sie ihn wegpusten würden. Doch, ich glaube schon. Also, eine dieser Wolkenarten pustet dich weg. Zumindest ja, die blauen. In die Richtung, wo du den Block gesetzt hast oder so. Die blauen. Die blauen lassen dich hochjumpen. Hm. Scheiß Vogel, wo bist doch, du? Doch, die lila pusten dich weg, doch. So ist richtig. Pustest du, meine ich doch. Irgendeiner von den Wolken pustet dich weg. Aua, ich werd grad. Und die grünen wirbeln dich herum. Genau, so ungefähr. So, jetzt musst du nochmal die Koordinaten sagen. Ich bin gerade übelst. Also, war. Das Haus ist jetzt 485x. Ich glaube, hier machen wir eine Glasfront rein. 485, heilige Scheiße, da muss ich nur übelst weit laufen. Hast du noch was von dem Quicksoil Glass? Glass? Nein, ich hab nichts davon. Achso. Hm. Nee. Ist aber noch normales Quicksoil.
Ja, gut, dann muss ich das dann machen. Weil ich glaube, wir machen hier vorne in die Höhle, weil da geht's aus der Höhle so raus, dann machen wir eine Glasfront. Können wir da durch, oder wie ist das? Ich kenne das nicht. Nee, nee. Aua, scheiß Wolke. Ich hab's Haus gefunden. Kaum zu übersehen. Aua, Alter, what the fuck? Da wo's blitzt. Drei Herzen. Sagt mir doch nochmal gleich, warum ihr die Höhle so auf dem Baum gebaut habt, auf einem Hügel. Die Höhle? Wie, Höhle? Nein, was? Das Haus. So, das Haus, ja, keine Ahnung. Style. Mhm. Ja, euer Style macht es mir gerade schwierig, ins Haus zu kommen. Ja, das können wir. Lol. Achso, du bist das. Hi. Was, ja, ich baue hier gerade... Hallo, ich baue hier gerade die Höhle aus. Ich dachte gerade so, hör, warum regnet das von oben Steine? Ich baue hier gerade die Höhle. Oh, Wolke und Vogelchen, braves Vogel. Alter, das ist schon riesig, what the fuck? Vogelchen. Okay, hier baut jemand Kies ab. Ja. Ab und an. Ab und an baut er Kies ab und an. Oha. So, ich habe 7 Zanit, 21 Gravitite. Da hoch. Nee, 4 Gravitite und 21 Ambrosium. Könnte man nicht irgendwo aus dem hochgehen? Gravitite kannst du dir ein Gravitite-Schwert machen, wenn du möchtest, und aus dem Zanit-Rüstung. Könnte man noch mit 7 Stück hoch. Kommt man da, glaube ich, nicht weit, aber... Doch, Hose kannst du dir machen. Nee, ich mach lieber das Schwert. Dann ich würde auch erstmal Schwert machen. Wenn ich jetzt nur einen Stick hätte. Da. Sind auf der anderen Seite nicht die Wolken, die einen hochjumpen lassen? Ja, ne? Welche andere Seite? Ja, von der anderen Seite vom Berg hier, ja, genau, da drüben. Hä, was für einen Stick brauche ich denn dafür? Ein Skyroad Stick. Ah, okay. Ich arbeite gerade mit den ganz normalen Sticks, das ist vielleicht nicht. Ja, die bräuchte ich. Für Pfeile. Ach, da ist noch so ein Stick. Wie kriege ich so einen Skyroad Stick? Aus Skyroad Burg. Warte, ich gebe dir welche. Hier. Aua. Vielleicht ich wurde getroffen. Ah, sorry. Ich brauche nur einen, aber danke. Ja, waren nur 4, also. So, ein Zenit Schwert. Und dann mache ich noch eine Spitzhacke draus. Scheiße, wie komme ich denn hier hoch? Ich nehme mir mal einen Bogen von euch, wenn das okay. Ja, ich habe da genug gemacht. Oh, okay, wir haben... Alter, diese Kackvögel! Wen denn? 2 Vögel und ein Wölkchen. Ein nicht nettes Wölkchen. Okay, der Vogel ist tot, die Wolke auch, sehr schön. Heilige Scheiße. So, oh, wir müssen nochmal so langsam. Folgenpause, ja, das sehe ich auch so. Denn ansonsten wird die Folge zu lang. So, das dürfte doch der Weg sein hier. Wolltest du dich hier nicht zubauen? Nein! Ja. Jeder stirbst du irgendwie, oder? Ah, das ist so scheiße da hinten. Mann, das kotzt mich an. Baust du einfach zu, was baust denn du da noch an? Da ist ein Pick-Zombie aus dem Nether gekommen. Seit wann kommen Pick-Zombies aus dem Nether? Oh, das einfach machen die manchmal. Welt. Ich darf mich mal kurz... Was darfst du kurz? Warte. Aber gut, ich gehe auf jeden Fall schon mal wieder ins Haus rein. Yes, ich gehe auf der anderen Seite runter. Ja, das muss sein, ich muss mein Item Setter kriegen. Man gerade mal nicht stirbt und dann wieder stirbt und dann... Vögelchen stirbt. So, das Vögelchen ist tot. Was kann man eigentlich mit diesem Geld anfangen? Wisst ihr das? Wir wissen jetzt noch gar nichts. Ne. Aber gut, Leute, uns rennt die Zeit davon. Deswegen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Yes. Von Ether wieder. Bis dahin. Macht's gut, haut rein. Auf Wiedersehen. Bye bye. Tschüss. Tschüssi Müsli und tschüss. Bis denn. Tschüss.